Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, unsere Kraft ist aufgebraucht, die Geduld vieler neigt sich dem Ende und das Verständnis schwindet. Seit mehr als 120 Tagen hangeln wir uns im zweiten Lockdown im 14-Tage-Rhythmus von Ministerpräsidentinnenkonferenz über Sonderlandtagssitzungen hin zum MV-Gipfel. Am Ende stehen Botschaften, die nicht zufriedenstellen, die immer weniger akzeptiert werden und die natürlich auch verunsichern. Denn immer noch hat Corona das Land fest im Griff. Und für viele Menschen wird es zunehmend zum Würgegriff. Die Luft wird immer knapper, ob im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei den Hotels und im Tourismus, an den Schulen und bei Bildungsträgern und Volkshochschulen, bei den Solo-Selbstständigen, aber vor allem in den Familien. Unerträglich die Situation für Eltern und Großeltern, für die Kinder. Und auf gar keinen Fall dürfen wir diejenigen aus den Augen verlieren, um die es jetzt ganz besonders still geworden ist. Unsere Künstlerinnen und Künstler, die Musiker und Sänger, die Artisten und Bildhauer, die Schauspieler oder die Schriftsteller. Sie stehen momentan zu sehr am Rand. Sie müssen endlich wieder dahin, wo sie hingehören, auf die Bühne und ins Rampenlicht. Sie alle, wir alle brauchen Perspektiven, Taten und vor allem glaubwürdiges und entschlossenes Regierungshandeln. Sehr geehrte Damen und Herren, in meiner Fraktion diskutieren wir Tag ein, Tag aus, welche Maßnahmen möglich sind, welche ergriffen werden können. Wir stimmen uns in weiten Teilen mit der Koalition ab, obwohl wir keine Regierungsverantwortung tragen. Aber wir haben sehr wohl eine große Verantwortung gegenüber den Frauen, Männern, den Kindern und den Familien. Wir als Linke halten uns an Absprachen, an die beschlossenen Inhalte und damit auch an die schwerwiegenden und oft unpopulären Maßnahmen. Aber bei der Koalition, besonders bei einem Partner, ist da noch eindeutig Luft nach oben. So haben wir in der vergangenen Sondersitzung alle die Erklärung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 10. Februar auf das Land übertragen und dann auch beschlossen. Darunter folgender Punkt, ich zitiere, aus heutiger Perspektive kann der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch die Länder erfolgen. Ende des Zitats. Also erst öffnen, wenn die Inzidenz bei 35 liegt. Wir könnten uns jetzt als Opposition hinstellen und wortreich erklären, warum das alles nicht passt, warum auch die 35 über Bord geworfen werden muss. Das tun wir aber nicht und das sollte auch für die CDU gelten. Zwar ist Herr Sack vorgezogenen Lockerungen gegenüber skeptisch, aber sein Parteikollege Ehlers sieht es anders und ist beim Wettlauf um die frühesten Öffnungen ganz vorn mit dabei. Ich zitiere Herrn Ehlers, der über die sozialen Medien mitteilte, der Anfang ist gemacht, jetzt brauchen auch die anderen Bereiche der Wirtschaft eine klare Öffnungsperspektive. Auf eine Inzidenz von 35 zu warten, kann für den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus keine Lösung sein. Ende des Zitats. Herr Ehlers, das war einige wenige Tage nach der Sondersitzung. Diese Tage vorher war es die richtige Lösung, die auch Ihre Fraktion mit beschlossen hat. Wie soll Politik glaubwürdig sein? Wie soll man uns vertrauen, wenn Sie selbst Ihren eigenen Worten und Beschlüssen nicht trauen? Wenn Sie Hoffnungen schüren, die Sie dann doch nicht einhalten können? Und hier geht es nicht um das Gezänk zwischen SPD und CDU. Hier geht es nicht um Märchenstunden und auch nicht um Dinner vor Spahn. Die Einwohnerinnen und Einwohner brauchen Verlässlichkeit, Beständigkeit und Vorbilder. Lassen Sie sie nicht im Stich. Sehr geehrte Damen und Herren, in einem gebe ich den Kolleginnen und Kollegen der CDU recht. Die 35 kann nicht alles sein.
sondern wir müssen beispielsweise auch beachten, wie sich das Impfgeschehen entwickelt, wie die Auslastung der Krankenhäuser ist und welche Verläufe die Infektionen nehmen. Deshalb muss eben auch künftig mehr als die 35 und mehr als die 50 eine Rolle spielen, um dringend notwendige Öffnungen herbeizuführen. 4 Monate der zweite Lockdown und immer noch keine wesentlichen Besserungen in Sicht und schon gar kein Ende. So kann es nicht weitergehen. Unser Land, unsere Wirtschaft, unsere Einwohnerinnen und Einwohner nehmen Schaden. Diesen gilt es einzudämmen, und das geht nur mit ganz vorsichtigen Lockerungen. Dazu gehören eben auch Testungen, Selbsttests, Schnelltests, PCR-Tests. Diese müssen dort, wo sich viele Menschen auf engem Raum begegnen, regelmäßig und flächendeckend möglich sein. Sie müssen allerdings auch sofort erhältlich sein. Und das ist hier ein ganz, ganz großes Problem. Es kann am Montag keine Kosmetikerin, kein Fahrschullehrer und auch keine Betreiberin eines Nagelstudios mit ihrer Arbeit beginnen, wenn es diese Selbsttests nicht gibt, denn die sind vorgeschrieben bei einer Inzidenz über 50, wenn diese 3 Bereiche besucht werden. Wenn zum Montag diese Tests nicht vorhanden sind, dann ist das nichts weiter als eine weitere Schließung durch die Hintertür. Deshalb muss geguckt werden, wenn es diese Tests nicht gibt, dann muss weiterhin gelten die Bedingungen, unter denen gesagt worden ist, dass diese 3 Bereiche am kommenden Montag öffnen. Dann muss es auch bis zu den Selbsttests, auch ohne Selbsttest gehen, denn das war vor einer Woche noch nicht absehbar und auch nicht vor 14 Tagen, als gesagt worden ist, dass Kosmetikstudios wieder öffnen und dass Fahrschulen wieder öffnen und auch die Nagelstudios wieder öffnen. Wenn wir tatsächlich die Tests im ausreichenden Maße haben, dann nehmen wir auch dadurch die Ängste, halten das Geschehen unter Kontrolle und holen uns schrittweise das Leben zurück. Gleichzeitig müssen wir die Impfstrategie so verändern, dass Impftermine auch wahrgenommen werden, dass Impfstoffe denen zugutekommen, die wirklich an der Reihe sind und nicht lediglich in einem Landkreis in der ersten Reihe stehen. Denn kein Mensch versteht es, dass einerseits starke Einschränkungen des Lebens weiter aufrechterhalten werden müssen und andererseits Hunderte von Impfdosen keinen Empfänger finden. Unbegreiflich ist für mich folgende Pressemitteilung des Landkreises Nordwestmecklenburg in dieser Woche. Ich zitiere: Unverhofft kommt oft. Für den heutigen Dienstag gibt es am Impfzentrum in Wismar noch über 200 freie Impftermine. Auch für Donnerstag gibt es noch freie Kapazitäten. Für Dienstag stehen im Impfzentrum Wismar 384 Dosen zur Verfügung. Allein dafür sollen noch über 200 Termine frei sein. Ende des Zitats. Das, sehr geehrte Damen und Herren, ist vollkommen unverständlich und auch irrwitzig. Das kann man nicht erklären, das muss sich ändern und das ist auch relativ einfach möglich, so wie es der heutige Antrag zeigt. Wir können an den Impfzentren Übersichten über die Personen führen, die ebenfalls impfberechtigt sind, kurzfristig kontaktiert werden, um eben keine kostbare Zeit zu verschwenden. Sehr geehrte Damen und Herren, ganz wichtig ist es, dass es künftig bei Besuchen innerhalb der Familie nicht mehr heißt Oma oder Opa, sondern Oma und Opa. Diese Regelung, sich nur mit einer weiteren Person zu treffen, war, glaube ich, nicht ganz so sinnvoll und auch nicht praktikabel. Ob diese Auflage wirklich geholfen hat, das steht in den Sternen, denn bis heute kann eine 5-köpfige Familie nicht zu einer einzelnen Person zu Besuch kommen, aber die Einzelperson kann zu der 5-köpfigen Familie gehen, kann sie besuchen und können sich größtenteils auch noch im Supermarkt bisher unkontrolliert treffen, nachdem sie dort gemeinsam mit dem Bus hingefahren sind. Wir brauchen Lösungen, die logisch sind und verstanden werden. Nur so kann man sich daran halten und nur so sind sie dann auch umsetzbar und dämmen das Infektionsgeschehen wirksam ein.
Deshalb ist der heutige Schritt, dass sich wieder zwei Hausstände besuchen dürfen, folgerichtig und holt das ein oder andere Treffen aus der Illegalität. Wir müssen den Spagat zwischen dem wagen, was wünschenswert ist, und dem, was machbar ist. Wir müssen abwägen, und zwar gewissenhaft und nachvollziehbar. Es kann und darf nicht sein, dass der, der am lautesten ruft, als erster gehört wird. Es geht um die Gesundheit und ihren Schutz. Das muss weiterhin unsere Motivation sein. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist die Gratwanderung zwischen dem, was die Politik für die Menschen entscheiden kann und was die Menschen selbst entscheiden, wenn wir eben nicht handeln. Was wiegt schwerer? Geordnete Lockerungen oder ungeordneter Ungehorsam? Wir müssen alles daran setzen, dass wir die Menschen nicht verlieren, dass ihnen eben nicht die Puste ausgeht.